Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 zusammen mit The Snake. Moin Moin. So, wir holen jetzt mal eben unseren Düngerstreuer. Ich habe den Düngerstreuerauftrag angenommen. Das wäre noch ein bisschen Geld verdienen. Ich meine, es gibt noch ganz viele Aufträge im Bereich von Dünger hier, ja, beziehungsweise einmal mit Dünger und einmal mit ganz viel Ballenpressen. Wo müssen wir eigentlich hin? Zur 25. Ne, 25? Doch. 25, ja. Und du willst jetzt doch mähen. Ja, einfach mähen. Ich fahre zur 25. Ist eigentlich ein ganz entspannter Weg dorthin. Okay. Aber ist ziemlich nah bei uns, also. Da eil ich ein paar Mal rüber und dann hat sich das. Das ist doch gut. Ja. Halt die Frage, was ich halt gleich habe. Fragen über Fragen. Was hat er drauf gesehen? Ah, ich bin in Bewegung. Komm nur vor dir durch. So. Nein. So. Und natürlich auch den Blick mal ausmachen. So. Einmal vernünftig hinstellen. Was ist denn das Schönes? Hafer. Das passt auch noch nicht so. Wir gehen so rein. Und Start. Normalerweise wieder halt das mit einem hohen Bestand durchfahren, ne? Ja. Würde niemand mehr machen. Dann theoretisch nicht, ne? Also wir zumindestens, ne. Nein, eigentlich nicht. Einzige Feldspritzen in der Fahrgasse, wenn dann. Ja. So. Da hinten einmal dann drehen und dann drei Reihen. Mit Dünger müssten wir durch sein. Ja. Wenn du gleich Hilfe brauchst, musst du nur Bescheid sagen, ne? Nee, nee, mach mal erstmal Düm-Düm. Sind ja ein paar Felder, die du machen kannst. Wir gucken mal auf die Karte. Nein, nicht da. Wenn dann hier gucken. Sieht doch soweit okay aus. Noch ein bisschen weiter mehr rechts fahren. Um ein bisschen mehr Breite zu nehmen. Ist immer schwer einzuschätzen. Erstens, ich sehe halt keine Animation, wo er wirft, weil der Bestand zu hoch ist. Und du siehst es auch nicht am Boden, wo wir waren und wo nicht. Du kannst entweder nur schätzen. Oder fährst halt den Nebel genau die ganze Zeit. Ja. Wir haben halt kein GPS oder so aktiviert.
aus dem Grund ist es halt schwer einzuschätzen alles. Das stimmt. So. Wenn wir jetzt einfach hier so schön fahren, dann sollten wir eigentlich gleich alles fertig haben. Diesen einen Strich, was wir da übrig gelassen haben, das sollte kein Problem darstellen. Naja, und schon wieder ist ein Strich hinzugekommen. So, das ist ja besser. Ja, du kannst es halt so schlecht einschätzen, wenn du halt so fährst und so, also. Ich weiß jetzt halt nur so, wenn wir jetzt geradeaus weiterfahren, dann habe ich gleich noch vielleicht hinten weiter rechts von uns gleich noch was. Wir müssen aber mal gucken, dass wir auch eigenen Dünger herstellen. Ja. Dafür bräuchten wir Tiere. Tiere haben wir doch schon. Ja, aber keine Tiere, die Gülle geben. Oder Mist. Das hast du nicht gesagt. Doch jetzt. Wir haben natürlich das Feld wunderschön fertig gemacht. Abschließt. So, nächster Auftrag. Nehmen wir gleich die 24, die müsste eigentlich ganz nah bei sein. Sagte er und muss 800 Kilometer fahren. Ja. Aber die 24 kriegt ihre zweite Düngung. Gar nicht so Ah, verkehrt. das ist nicht schlecht, das stimmt. Und was haben wir dann noch? Wo ist das andere? 20 ist. Ich frag mich nur, warum das halt so aussieht, okay. Achso, wegen Steine, ja. Steineansicht haben wir jetzt auch. Die 54 ist nah bei uns und die 20. 20. Ja, 24 und die 54. Und die 20 hätten wir noch, aber die 20, die wäre da. Machen wir jetzt als nächstes die 54 oder die 24? Ich glaube, die 24. Machen wir erstmal die 24. Macht halt Sinn, glaube ich, wenn wir die als erstes machen. Danach halt gleich die 20 zum Shop fahren, wo wir nachtanken müssen. Denke ich. Sind wir eigentlich schon jemals auf einer Autobahn gefahren? Glaub nicht. Mit einem Träger? Glaub nicht. Wird's mal Zeit, ne? Ja. Kann man ja mal eben machen. Ja, definitiv. Ja, für die 54 muss ich nochmal nachtanken. Ja, Also. das steht ja noch was auf dem Hof, glaube ich, war links, ne? War das Dünger oder war Ich das, glaube ja. Ich glaube ja. Das ist, glaube ich, war das Dünger. das andere? Müsste Dünger sein. So. Das Geisterfahrer wollte jetzt nicht fahren. Nicht? Nee, noch nicht. Achso. Aber Dann. die nächste Ausfahrt gleich rechts raus, dann. Ja, dann die 24 einmal überheizen. Sehen wir da auch schon. Ist aber ein kleines Stück Weg hier bis dorthin. Kleines Stück Weg hier, ne?
Hab natürlich gedreht und so weiter. Alles kein Problem. Ups. Weitle Feld drauf gefahren. Ich bin auf die 23 und wollte düngen. Das war falsch. Ja. Und das Schild habe ich natürlich nicht überfahren. Da sieht man halt, was ich meine. Man kann das halt so schlecht einschätzen. Wenn man mal jetzt hier so Vogelperspektive guckt. Würde ich halt mich fast hier so einordnen, in dieser Reihe. Wenn ich jetzt hier starten würde. Würde ich genau das treffen. Das Bild, weißt du? Aber von der Imperspektive sieht man das sehr, sehr schwer. Es wäre ja langweilig mit Vogelperspektive. Ja, ein wenig. Außerdem wird auch ein bisschen die Autobahn jetzt noch gedüngt. Kann die auch noch ein bisschen wachsen. Ja, wäre auf jeden Fall eine gute Idee. So, 24 haben wir durch. Den geben wir auch gleich mal ab. Hä? Achso, da. Hä, wo ist der hin? Wo ist er bloß hin? Ja, wieder mal eine Düngefolge. Aber das gehört dazu. Ja, Erst. noch sind wir ja nicht so weit, was uns alles gehört. Nee, sonst hätten wir Oder genügend auf wir jeden Fall hier. zu tun. Ja. Immer wieder was Neues. Dieses Mähwerk ist ein Krampf, ne? Glaube ich. Ist das dieses Das kann ich. seitliche? Ja, es ist. Oh, ich weiß nicht, warum Giants immer sowas reinpacken muss. Weil es Das sowas ist. auch in Real Life gibt. Ja, weiß ich, aber das. Nee. Es Nein. gibt Leute, die wollen Lass damit das weg. spielen. Ja, dann sollen sie sich das modden. Lass das Was weg. ist, wenn die aber Ganz nicht ehrlich, lass das begabt sind weg. dazu? Irgendein Begabten gibt's garantiert. Lass das bloß weg, ey. Das ist. Oh, schrecklich. Das haben wir auch gleich. Mit 54 fertig. Abschließen. So, dann nur noch die 54 jetzt machen. Dann haben wir es geschafft. Und jetzt alles mit Düngen fertig. Muss ich mal gucken, wo wir hier durchfahren können. Wir können natürlich auch den Schnellweg nehmen. Einmal quer rüber, aber. Ich will am liebsten immer die Straßen fahren. Am liebsten sagst du? Achso. Naja. Du würdest ja auch nicht einfach quer über die Felder fahren, um zur Arbeit zu kommen. Nicht? Also, ja, doch, würde ich schon, aber meiner würde, glaube ich, drinnen stecken bleiben in den Feldern. So, bald haben wir es.
müssten eigentlich noch Dünger auf dem Hof haben. Das heißt, wir halten beim Hof, tanken nach und dann fahren wir gleich dahin. Der nimmt mir die Vorfahrt, ne? Sag ich doch. Ich finde, die müssten halt viel mehr scannen, die Wagen. Rein theoretisch, ja. Einmal hier bei uns zu Hause angekommen. Nein. Hat jemand natürlich so weit reingeparkt. Haben wir überhaupt Saatgut? Ist Saatgut, ja. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwas habe ich unten in der Halle reingestellt. Ja, Saatgut. Okay. Gut, dann Naja, haben wir doch nichts da. müssen wir mal eben mit denen machen, was wir haben und dann. Übrigens, ja, mal eben kurz hier. Wer kennt eigentlich unsere neuen Tierchen? Ach. Die haben wir ja noch gar nicht Und war ja gezeigt, was. ne? Und war ja was. Wie war das noch mit Futter? Das reicht. Also wir haben die noch. 538 Liter. Ich guck, reicht doch. Nächsten Monat Ja. müssen wir da gleich wieder was reinfördern. Da kommt gleich alles rein. Naja. Bis voll. Wollen wir mal testen, wie gut der über den Graben fahren kann, der Träger. Das sieht doch gut aus. So. Welt angekommen. Ziehen wir einmal eben durch, ne? Haben wir das auch gleich? Nein. Aber rein theoretisch müsste das reichen, das was ich habe. Ja, theoretisch, ja. An Saatgut sage ich schon, an Dünger. Theoretisch. Theoretisch. Praktisch ist es immer wieder was anderes. Ja. So. Einmal drehen. Zu circa mal fahren, ne? Mit circa komme ich da gut hin. Circa die das. Sieht danach aus. Auf jeden Fall. Komme ich gut hin. Ich bin sogar ein bisschen zu weit links, aber danach haben wir eh nur noch eine Bahn. Dann ist so ich. Hast du? Sagst du so einfach in deinem jugendlichen Leichtsinn? Ja. So, dann einmal hier rüber noch. Dann haben wir das auch gleich. Nice, nice. Also Geld kommt rein. Dann habe ich auch gleich erstmal eine Zeit lang nichts zu arbeiten, dann helfe ich dir. Ja. So. Und sag, Dünger sparen.
Normalerweise hätte man jetzt dieses kleine Stück da auch noch gemacht, aber die sind ja meistens damit schon zufrieden. Fertig. Ja, jetzt haben wir nur noch beim Pressen und da wir beim Pressen ja so ewig und 3 Jahre gemacht haben, so lange her, dass wir das gemacht haben, sollten wir doch aber mal eben zumindest beim Schaub mal eben ein bisschen Dünger holen. Oh, das ist eine gute Idee. Sind ja um die 4000 Liter, was das erfassen kann hier. Also bräuchte ich für Ja. 2500. So. Dann einmal Kaufi, Kaufi. Da drunter. Was war billiger? Big Ich. Bags. Big Packs, ja. Ein Hunderter weniger, ne? Ja. Glaube, müsste schon reichen. So, das Rest sind, glaube ich, nur noch 100, was da reinpasst. 500. Da geht doch. Egal. Dann haben wir noch 500 am Shop stehen. Das ist ja gut. Aber jetzt halt bei diesen Preisen, was wir jetzt ausgegeben haben, ist ja nicht nur das, was wir gerade gemacht haben an Feldern drin, sondern Ja. die anderen Felder, die was wir davor gedüngt haben, auch. Ja. Weil wir haben nicht so viel ausgegeben an Dünger. Ja, das stimmt. So, einmal rechts rein. Ach, links, nicht rechts. Was du denn jetzt? Ich stelle mal eben unseren Düngersteuer ab. Nice, nice. Bin da auch demnächst mal eine Wäsche gebrauchen. Ja, hättest du ja machen können. Hast doch gerade Zeit. Ich wollte Oder dir ihm willst. helfen. Ja, alles gut. Du könntest dann mit dem Loader herkommen dann. Okay. Dann hole ich Bin jetzt mal den. gerade auf dem Weg zum Shop und hole die Presse. Und das andere ist erledigt. Ja. Unser Träger schafft das natürlich. So. In welchem bist denn du unterwegs? In unserem. Das ist so eine Frage. War da gar keiner dabei? Ich Beim Line. guck hier nicht mit 43 km/h rum. Da fahre ich dann nur einmal mit hoch und dann hat sich das erledigt. Oh, bevor du abgibst, wir könnten nachgucken, ob die Modifikation greift. Ja, ich habe noch nicht abgegeben, hatte ich einmal nicht hoch. Nee, aber ich meine ja nur. Muss dann noch pressen. Ich würde sagen, ich fahre jetzt dahin. Das soll es erstmal für heute gewesen sein, mit der Folge. Das Einsammeln, das wäre, glaube ich, für euch auch ein bisschen zu langweilig. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.